Hast du Zeit? So. Es ist immer, du musst mal kurz mal was sagen, Rauschen ja, sollte genau, jetzt weil der Torwart passt. Hm? Gut. Was zur Zeit aktuell ist, es ist natürlich, was zur Zeit ist, hängt davon ab, was du als jetzt betrachtest. Weil alles, was ist, ist ja prinzipiell immer jetzt. Ja. Ja, das heißt, wir nehmen jetzt dieses Video auf und ich sage, der sich jetzt den Michael und den Udo, der sich dieses Gespräch ausdenkt, ich muss immer das vorne ranstellen, weil das ganz, ganz wichtig ist, was ich erzähle, erzähle ich den, der sich alles ausdenkt. Auf jeden Fall, ja. Oder anders ausgedrückt, was dann neutraler ist, der mit Informationen konfrontiert wird, ist für mich der Ansprechpartner. Dass jetzt das Pixelmännchen Michael und das Pixelmännchen Udo dieses Gespräch nicht hören, dürfte klar sein. Ja. Dass jetzt auch der Lautsprecher nicht spricht, obwohl er die Geräusche macht, natürlich denken wir uns jetzt das und dann sage ich wieder, wo war jetzt der ganze Zeit der Lautsprecher, der ist in der Kiste drin. Das sind alles Gedanken. Irgendeiner muss ja da sein, der diese Gedanken, diese Informationen wahrnimmt. Und das ist mein Ansprechpartner. Das ist aber niemals irgendwas Ausgedachtes. Ja. Es klingt komplizierter, wie es ist. Aber man wird irgendwann einmal verstehen müssen, dass eine Information von dir, egal ob du jetzt dir einen Gedanken, einen Menschen denkst oder ob du in einer gewissen Entfernung vor dir einen sinnlich wahrgenommenen Menschen dir vor dich hinstellst, der letztendlich genauso deine Information ist. Das ist halt eine sinnlich wahrgenommene Information. Das ist das Erste, was verstanden werden muss. Und dann kann ich auch verstehen, dass jetzt hundertprozentig sicher jetzt diese Aufnahme gemacht wird und die wird jetzt von irgendjemandem angehört. Ja. Und der jetzt sich diese Aufnahme anhört, das ist auch nicht der jetzt vorm Computer sitzt, weil der ja auch schon wieder was Ausgedachtes ist. Das ist eine Grundlage, das muss hundertprozentig installiert sein in einer tiefen Schicht des Wissens. Oh ja. Es nützt nichts, wenn es begriffen ist, weil du das in deinem normalen Alltag auch als Brösel immer wieder vergisst. Mhm. Also zur Zeit aktuell. Und jetzt hängt es natürlich davon ab, wann du dir dieses Video anhörst. Du kannst es aber immer bloß jetzt anhören. Also müssen wir jetzt auf das Datum schauen. Das ist ganz wichtig, weil die Zeit in einem Punkt zusammenfällt. Da komme ich gleich drauf. Das ist übrigens keine Spinnerei. Es ist ganz wichtig. Das ist hundertprozentig sicher, was ich jetzt sage. Also gut, ich komme mal zu diesem Quantencomputer. Die letzten Tage, die ich mir jetzt ausdenke, waren die ganzen Zeitungen voll von dem Quantencomputer. Google ist der große Durchbruch gelungen. Sie haben also jetzt den ersten Quantencomputer lauffähig gebracht. Und zwar hat diese Maschine, ist übrigens gar nicht groß, sieht sehr seltsam aus. Könnte ich ja mal schauen, ich stelle mal ein Bildchen rein, pass auf, muss ich ganz kurz. Schauen wir uns das mal schnell her. So, jetzt habe ich das soweit vorgestellt. Und dann tue ich jetzt einmal ganz kurz meinen Bildschirm übertragen. Ich mache das einmal, ich hoffe. Warte mal. Bildschirmfenster wechseln. Ich mache einmal mit Audio. Ich hoffe, dass man es hört. Dann kann man den mitlaufen lassen. Hast du das Bild? Jawohl, ist da. Wunderbar. Kein Ton? Hast du keinen Ton? Nein. Naja. Dann haut es wieder nicht hin. Warte mal schnell, ich tue mal beenden, dahin beenden und dann tue ich das nochmal einschalten, vielleicht ob es dann hinhaut. Computer Audio dahin beginnen. Probieren wir es nochmal. Der für eine bestimmte Aufgabe leistungsfähiger war als der größte Supercomputer auf dieser Welt. Man spricht in einem solchen Fall von Quantum Supremacy, also zu Deutsch Quantenüberlegenheit. Das hat man seit Jahren erwartet, dass das möglich sein sollte, also theoretisch. Und jetzt hat man zum ersten Mal zeigen können, ja, es ist so, dieser Computer, dieser kleine Quantencomputer im Labor, der hat eine bestimmte Aufgabe in 200 Sekunden. So, sehr interessant, wenn wir uns den jetzt anschauen, du hast das Bild gerade gesehen, wenn der jetzt weitermacht, der erzählt jetzt, dass der Berechnung ausgeführt hat, in 200 Sekunden, wo der größte zurzeit aktuelle Computer über 10.000 Jahre braucht. Bist du noch dran? Ja, alles super, alles super. Ton war auch mit drauf. Wunderbar.
Ja, ich lasse mal nur ein bisschen laufen. Sekunden lösen können. Der größte Supercomputer auf dieser Welt hätte für die Lösung der gleichen Aufgabe 10.000 Jahre gebraucht. Das ist ein wissenschaftlicher Durchbruch. Also herkömmliche Computer rechnen mit Datenbits, den berühmten Nullen und Einsen. Die repräsentieren Zahlen und Ziffern und damit kann man dann im Prozessor Aufgaben rechnen. Diese Aufgaben werden im Regelfall linear, also nacheinander abgearbeitet. Das breche ich jetzt gleich einmal ab. Mhm, ja. Jetzt pass auf, dann mache ich mich wieder. Da können wir jetzt uns das natürlich genauer anschauen. So, jetzt müsste es mich wieder haben. Da können wir uns jetzt das genauer anschauen. Der Witz dabei ist, also die arbeiten mit Quantenbits. Was jetzt hier interessant dabei ist, das Quantenbit ist ja diese Sensation, dass das jetzt funktionsfähig ist. Du kannst dir jetzt zum Beispiel ganz einfach, geh auf YouTube und dann gib einfach mal Quantencomputer ein oder Quantenbit und dann sind hier mehrere, auf Deutsch mehrere populärwissenschaftliche Erklärungen, was ein Quantenbit ist, wenn du mal hier Quantencomputer oder was ist ein Qubit und sind 5, 6 Videos drin, was du dann, die kannst du anschauen, ganz kurz, zum Beispiel Quantenbits für Kids, also leicht erklärt. Und du hast eine Palette, meistens sind es ja irgendwelche Studenten, die das dann einfach erklären, was sie in der Schule gelernt haben. Oder du kannst es ein wenig komplizierter machen, dass du eine Vorlesung hörst, wo ein Professor das erklärt. Ja. Das Erste, was dir auffallen sollte, das Typische in der Welt, dass alle dasselbe sagen. Ja. Es schwatzt jeder jeden nach und ich behaupte, keiner hat eine Ahnung, was das wirklich ist. Du lernst in der Schule was und dann lernst du das auswendig. Ich mache immer gerne unseren Holger, der ist ja Maschinenbauingenieur und er hat zumindest das Bewusstsein, dass er sagt, er ist mit Sicherheit der Maschinenbauingenieur weltweit, der am allerwenigsten Ahnung vom Maschinenbau hat. Genau. Das ist das Selbstbewusstsein. Ja. Er hat aber seine Prüfung relativ gut abgelegt. Was er aber gemacht hat, er hat einen kleinen Trick gemacht. Er hat sehr schnell erkannt, dass er da nicht mitkommt und hat es einfach auswendig gelernt. Ja. Du stellst dir jetzt vor, ich gebe dir ein spanisches Gedicht. Okay, du kannst kein Wort Spanisch. Du kriegst nur diesen Zettel, wo das Gedicht draufsteht. Du lernst dieses Gedicht auswendig. Du gehst zur Prüfung. Es wird nach dem Gedicht gefragt und du fragst jetzt dieses Gedicht ab. Ja. Du sprichst dieses oder schreibst dieses Gedicht hin. Genauso hat er seine Prüfung gemacht. Und jetzt stellt er fest, wenn ich ihm physikalische Zusammenhänge erkläre, dass er gesagt hat, warum haben die mir das in der Schule nicht so erklärt? Ja. Das wesentliche Feld. Das heißt, es gibt zwei Arten von Wissen. Da gibt es übrigens eine schöne Geschichte, die muss ich kurz vorne wegstellen. Die ist eigentlich bekannt. Die ist, glaube ich, aus der Biografie von Max Planck. Dieser Max Planck, der hat ja einen Chauffeur. Jetzt genau zuhören, ich erkläre dir nämlich jetzt genau dieses Prinzip. Dieser Max Planck hatte einen Ingenieur und der hat ihn rumgefahren und der hat natürlich sehr, sehr viele Vorlesungen gehalten, der Professor Planck, und da war immer sein Chauffeur mit drin gesessen. Und der hat zugehört und das hat er so oft gehört, dass der eigentlich auch den Vortrag halten könnte. Und wie die mal so unterwegs sind, sagt der Mensch, das Spiel machen wir einfach mal, wir tauschen uns einfach aus. Und dann hat der Max Planck die Uniform seines Chauffeurs anzogen und der Max Planck hat dann, sein Chauffeur hat einen Anzug anzogen und hat dann hier diesen Vortrag gehalten. Alle haben danach applaudiert im Saal ohne Ende, weil das ein super Vortrag war. Es war kein bisschen anders wie der Vortrag von Max Planck. Es ist natürlich klar, dass der Chauffeur keine tieferen Zusammenhänge kennt, sondern es ist genau das Prinzip, das ich gerade beschrieben habe mit dem Gedicht auswendig lernen. Der hat es halt so oft gehört und hat es dann rezitiert. Jetzt ist aber ein Problem auftreten. Während er diesen Vortrag hält und die Leute alle applaudieren, meldet sich ein kleiner älterer Professor und stellt eine Detailfrage zu dem Vortrag, wo natürlich der Chauffeur überhaupt keine Ahnung hat. Weißt du, weil er ja nur den ständig gehörten Vortrag einfach rezitiert hat. Ja. Und was macht der Chauffeur? Der lächelt und sagt, wie können Sie bloß so eine einfache Frage stellen, haben Sie mich denn überhaupt nicht verstanden, sagt er zu dem Professor, der fragt. Die Antwort weiß ja sogar mein Chauffeur und deutet auf seinen Chauffeur, um zu beweisen, dass das sogar sein Chauffeur weiß. Und das ist eigentlich hier der Witz, das, was du jetzt hast über die Medien, dass wir jetzt erst einmal sagen, alle Menschen informieren sich aus irgendwelchen Informationsquellen. Du kannst dich aus den offiziellen Physikbüchern, aus Wikipedia informieren.
Das ist jetzt einmal immer wieder ein Rezitieren von Büchern. Ich sage, Wikipedia hat zwei Seiten. Es gibt ja so diese auch Berichte, gibt einen die dunkle Seite von Wikipedia, dass hier sehr viele Berichte drin sind und dann mal zwei Seiten. Manche, sage ich jetzt einfach mal, stimmen zu dem Allgemeinwissen der Jahrhunderte. Das sind die ganzen Berichte über Physik, physikalische Formeln. Jeder, der hier einen Eintrag reinschreibt, schreibt eigentlich das raus, was in den offiziellen Büchern drin steht. Über Physik, über Atome, wie ist ein Molekül aufgebaut, über Zeitgeschichte, was man halt in der Schule lernt. Ich sage jetzt nicht, dass das Richtige ist. Und dann gibt es die zeitaktuellen Berichte über Politiker oder über Namen. Und da gehen dann diese ganzen Verschwörungstheorien los. Dann geht die Hetze los. Genauso kannst du dich, wenn du informierst dich im Internet. Und jetzt ist es also so, wo du dich informierst, ist immer abhängig von deiner eigenen Logik. Wenn du nur dich auf Verschwörungstheoretiker-Seiten rumhängst und du sagst, nach deiner Logik, das ist richtig, was die sagen, dann schenkst du denen nicht das Vertrauen, dann ist natürlich die andere Seite falsch oder verkehrt, logisch. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wenn du dich nur aus den offiziellen Medien oder offiziellen Büchern informierst, zum Beispiel auch über das Weltbild, über das heliozentrische Weltbild, dann ist natürlich hier einer, der sagt, die Welt ist eine Scheibe oder Hohlkugel, ein Verschwörungstheoretiker. Du wirst aber feststellen, wenn du dich wertfrei, ohne Filter in diese eigenen logischen Systeme reinklingst, dass jedes System für sich vollkommen logisch erklärt wird. Ja, genau. Das ist die Sache mit den Filtern. Das habe ich ja lang und breit durchgesprochen. Aber ich komme auf den Quantencomputer zurück. Und ich habe dann hier behauptet, und alles, was ich behaupte, ist hundertprozentig sicher, dass ich in den 80er Jahren bei mir in meinem kleinen Labor bei der Lautsprecherentwicklung schon einen Quantencomputer, einen Quantenbit funktionsfähig gehabt habe. Mhm. Das konnte ich damals in der Form aber gar nicht erzählen, weil noch keiner was von Quantenbits gewusst hat. Mhm. Ich habe ja schon sehr früh einen Digitalverstärker laufen gehabt in einer rudimentären Form. Ich habe bloß damals die Bauteile noch nicht bekommen, die nötig wäre, das richtig gut laufen zu lassen. Wenn ich jetzt sage, ein Lautsprecher ist eigentlich ein Quantenbit, dann hörst du dir zuerst einmal die Erklärungen an, wie das erklärt ist. Das ist zuerst einmal ein Bit, wissen wir, ist eigentlich ein Schalter und der kennt zwei Zustände. Das heißt, der ist entweder ein oder aus. Und diese Quantenbits, die machen sich jetzt die sogenannte Verschränkung oder die Superposition zunutze. Das ist das, die Verschränkung, du weißt, wenn zwei Teilchen in entgegengesetzte Richtung auseinanderfliegen, dass die dann verschränkt sind. Und das ist, um ein Quantenbit laufen zu lassen, das ist dort die kleinen Schläuchchen, wo du siehst, diese Teilchen in der Maschine, wo du, wenn du das Bild dann nochmal anschaust, da muss das erst einmal, brauchen wir hier, muss das auf einem absoluten Nullpunkt runtergekillt werden. Du brauchst eigentlich fast einen Supraleiter und dann kannst du das Quantenbit in eine Superposition bringen. Das heißt also, ein Quantenbit hat nicht nur die Zustände ein und aus, sondern das hat im selben Moment auch beide Zustände gleichzeitig. Was jetzt natürlich total wirre klingt, du hörst dir einfach die Erklärungen an, die sind auch wirre. Es kann doch etwas nicht gleichzeitig, es kann doch der Schalter nicht gleichzeitig offen und zu sein. Okay, und ich sage immer, du musst bloß höherdimensional denken, das hast du eigentlich beim normalen Lautsprecher schon. Die Schwierigkeit an dem ganzen Denken, das menschliche Denken ist, dass du raumzeitlich denkst. Wir können jetzt zum Beispiel hier, wenn ich jetzt laufen lasse, die einfache Erklärung ist, dass normale Computer seriell arbeiten. Das heißt, da gibt es ein kleines Video, glaube ich, vor Kids. Ich will das jetzt nicht laufen lassen. Ich erkläre es kurz in einfachen Worten. Du denkst jetzt, wir machen hier Bayern und da machen wir viele Großstädte. Und da muss jetzt einer Pakete ausfahren. Mit einer Tour. Und es gibt jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie ich die Städte anfahre. Ich kann jetzt mit einem Fahrtenrechner mir eine Route machen und kann eine gewisse Reihenfolge festlegen. Ich kann jetzt zum Beispiel fahren von München nach Augsburg, nach Nürnberg. Ich kann aber auch hier Zwischenstädte, wenn ich Neuburg habe, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das in einer Zickzackform abzurastern. Okay? Ja. Und jetzt soll der Computer berechnen, welche dieser Möglichkeiten, ich sage jetzt bei drei Städten, ist es ja relativ einfach, aber wenn du dann nochmal 10 oder 20 Städte hast, gibt es da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ein normaler Computer muss eine Möglichkeit festlegen, also eine Zickzacklinie, diese Städte abrastern und dann ausrechnen, wie lang die Strecke ist. Und er muss für jede Möglichkeit, die prinzipiell möglich ist, wie du das in einer Zickzacklinie abrasterst, muss er das ausrechnen. Und wenn die alle nacheinander seriell abgearbeitet sind, dann nimmt er den
kürzesten Wert oder den besten Wert. Genau. Ein Quantencomputer rechnet das komplett in einen Schwupp gleichzeitig aus, also parallel. Ich könnte sagen, im Jetzt. Genau. Und das geht eben bloß mit den Quantenbits. Das ist natürlich dann sehr, man kann das sehr einfach erklären, das sind oft bloß 3-4 Minuten, braucht da eine Erklärung. Und jetzt nochmal, das machen entweder Studenten, die erzählen dir das, was die Professoren erklärt haben. Du musst aber wissen, dass dein Professor nichts anderes ist, weil der klassische Professor, der das an der Schule lehrt, in der Regel das ja auch nur vom Hörensagen kennt, wie die Studenten. Das ist jetzt dieser Zirkelschluss, der passiert. Und dann stellt man sich zwangsläufig die Frage, da muss ja aber irgendwann einmal einer gewesen sein, der das entdeckt hat. Ja. Da du hier 99,9% von dem Zeug, was die Naturwissenschaft dir erklärt, gar nicht entdeckt werden kann. Weil das so, wie hast du es so schön bei der DNA in dem, bei dem Professor, weil das so unvorstellbar klein ist, dass man das nicht einmal unter einem Elektronenrastermikroskop sieht. Du weißt, wie oft du immer sagst, wer hat eigentlich die Wassermoleküle entdeckt oder die Atome entdeckt? Zeig's mir. Muss dir klar sein, das kann einer nicht entdeckt haben. Der plappert auch bloß nach. Der muss da sitzen und da muss ihm was einfallen, dass es so sein könnte. Ja. Diesbezüglich plappert er genauso nach wie die Professoren, die diesen nachplappern und die Schüler, die ihren Professoren nachplappern. Keiner macht sich Gedanken, wo ist die ursprünglichste Quelle, wo ist das eigentlich her, dieser Gedanke? Genau. Du weißt, ich wiederhole nochmal, wenn ich jetzt Mendeleev nehme, der das Periodensystem der Atome und das Periodensystem unserer Materie, unserer Elemente entdeckt hat, da gibt es nichts zu entdecken. Er kann weder Wasserstoff noch Sauerstoff entdecken, weil das vollkommen unsichtbare, vollkommen geruchlose und geschmackslose Gase sind und geschweige denn, dass er dann die Atome und die Elektronen von Wasserstoff und von Sauerstoff sieht und dann sieht, dass um das Wasserstoffgas, das man weder sehen noch schmecken noch in irgendeiner Form wahrnehmen kann, dass das aus einem Atom und einem Elektron besteht. Und wenn dann einer plötzlich entdeckt, da ist ja noch ein Neutron mit drin, dann ist das nichts, was entdeckt werden kann, sondern da sitzt einer und den fällt es halt einfach ein. Ja. Also plappert der ja auch bloß noch. Mhm. Aber von wem hat er das Wissen? Ja, genau. Du wirst dann sehr entsetzt sein, das können wir jetzt vielleicht Gott nennen, ich nenne das ja Inspiration, aber letzten Endes kommt es von dir. Ja. Zumindest wenn du ich bist. Mhm. Genau. Mhm. Jetzt sind wir wieder bei unseren Kisten. Ich sage, solange was auf einer Petitio Principi aufbaut, lebst du die Petitio Principi, diese Grundannahme, nennt man auch einen Zirkelschluss. Der Zirkelschluss ist, wenn ich ein Resultat, ist ja die Kausalkette, hat ja immer Ursache und Wirkung, wenn ich die Wirkung und die Ursache austausche, wenn ich das verwechsle. Das ist der Hauptpunkt. Dass ich immer wieder sage, du Geist, der du mich jetzt sprechen hörst, du wurdest nicht in der Vergangenheit von einem Trockennasenaffenweibchen geboren. Das heißt, nicht deine Mutter hat dich Erschinaffen erweckte logische Affen, sondern du erwächst hier und jetzt mit dem Gedanken an das, was du meine Mutter nennst, deine Mutter in dir zum Leben. Ja. Du bestimmst jetzt, dass sie dich, und ich sage immer wieder, das, was die auf die Welt gebracht hat, was du jetzt denkst, ist ein Gedanke von dir. Und der, den du dir jetzt ausdenkst, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast, das ist auch ein Gedanke von dir. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann taucht in dir ein Gedanke auf. Du bist der, der sich das ausdenkt. Und jetzt sagt der Udo in der Genauigkeit noch, der bist du natürlich auch nicht. Du bist jetzt der, der sich den ausdenkt, der, wenn er an sich denkt, sich an Trockennasenaffen, einen Menschen, blau gelesen, denkt. Das haben wir tausendfach durch, das hört man, das ist irgendwie logisch und nette Spielerei, du vergisst es bloß wieder. Ja, ja. Die Vergessenheit ist das Problem. Du musst doch mal in einen Zustand des Erwachens, dass du absolut präsent dir einfach bewusst machst, was jetzt ist. Und was du selbst bist. Das ist der Satz, ich erkläre dir, was du bist. Ich komme zu den Quantenbit zurück. Und wenn ich jetzt hier, da ich ja kein Lügner bin, ist es wirklich so, ich habe schon ohne absoluten Nullpunkt mit Supraleitung und Superposition einen funktionsfähigen Quantenbit in Weißenburg in der Judengasse laufen gehabt in den 80er Jahren. Das ist ein Lautsprecher gewesen. Okay. Meine Super-Lautsprecher bauen nämlich auf Quantenbits auf. Das klingt jetzt so unglaublich, bis du die Erklärung hast, wenn du zuerst einmal weißt, was ein Quantenbit ist. Mhm. Also ein Quantenbit kennt den Zustand ein und aus. Mhm.
okay, und beide Zustände gleichzeitig. Ja. Durch Verschränkung durch Superposition. Das ist mal ganz einfach immer wieder diese Superposition. Wir müssen uns, wenn zwei Teilchen mit Lichtgeschwindigkeit auseinanderfliegen, egal ob die jetzt 5 Meter auseinander sind oder 50 Lichtjahre auseinander sind. Egal, ja. Wenn du weißt, wie das eine Teilchen aussieht, welchen Spin das hat, sag ich einmal, weißt du auch, wie das andere aussieht. Und sobald du ein Teilchen veränderst, verändert sich auch das andere Teilchen. Das ist in Labors ja angeblich alles bewiesen. Ja, ich sag dann immer wieder, zeig's mir. Genau. Du bist mir nicht einmal in der Lage, mir Licht zu zeigen. Du hast die Sache mit dem Laserstrahl. Ja. Da siehst du kein Licht und du kannst mir auch keinen Wind zeigen. Und wenn dann wieder einer sagt, ich brauche dazu bloß zum Fenster rausschauen, dann sehe ich doch Wind. Ich sehe doch, dass die Bäume sich bewegen. Ich sage, ja, du siehst, dass sich Bäume bewegen, aber du siehst den Wind nicht. Ich spüre dann doch. Wie heißt es so schön im Johannesevangelium? Solange du glaubst, du wurdest aus einer Frau geboren, lebst du in einer Welt ständiger Verwesung. Wisse, alles, was ist, entspringt aus Wasser und Geist. Der Wind weht, keiner weiß, wo er herkommt und wo er hingeht. In dem Satz steckt komplettes Holo-Feeling drin. Das, was ich gerade erklärt habe. Und jetzt kommen wir zu den Quantenbit. Pass auf, wir müssen uns erst einmal unseren Einheitskreis drängen und ich muss mal ganz kurz nochmal auf den Sinus kommen. Wir wissen, ich mache jetzt das einmal bildlich. Pass auf, es ist also so, dass wenn ich jetzt, ich tue das ohne Bilder machen, man sieht es in der Hand auch, ne? Ja. Wenn super. Ich jetzt hier einen Kreis mache. Ja, passt. Okay, dann wissen wir jetzt erst einmal, der Einheitskreis hat nichts mit Frequenz und Schwingung zu tun, sondern das ist ein Einheitskreis. Was wir jetzt aufbauen, die Winkelfunktionen, die wir dann uns austragen als ein Sinus. In dieser Sinusachse, wo wir uns vorstellen, ist eigentlich ein Blödsinn, weil da kommt dann der Wellenberg und der Wellental und das ist ja nur die Winkelfunktion im Einheitskreis und da sehe ich, dass Plus und Minus hier und jetzt übereinander stehen. Ich nenne das immer die Transversale. Ja. Und nur durch dieses Abtragen einer Sinusfunktion, was ja nur Winkelfunktionen sind, gedachte, kriege ich diesen Sinus. Ja. Ich sage immer wieder, es kommt nicht erst die Welle und dann kommt es da, sondern mein Zeichen, es ist gleichzeitig da. Da oben ist Plus und da unten ist Minus. Gut, ja. Das ist das Erste, was du wissen musst. Wenn ich mir jetzt einen Lautsprecher vorstelle, und ich mache jetzt das aber in Abstrakte, wenn ich mir einen Lautsprecher vorstelle, dann denke ich mir einen Lautsprecher, der schwingt hin und her und dann meine ich, dann gehen nur so Schallwellen raus. Das ist schon mal absoluter Blödsinn, wo ich gesagt habe, in die Richtung bewegt sich überhaupt nichts. Da will ich ja nicht so genauer drauf eingehen, sondern wir machen jetzt mal was anderes. Wir denken uns statt an eine Sinusspannung, die schwingt, denken wir uns an Rechteckspannung. Mhm. Okay? Das heißt, wir bauen jetzt einen Lautsprecher in ein Brett ein. Ja. Und jetzt ist es folgendermaßen, wenn wir jetzt ein Rechtecksignal draufgeben, auf den Lautsprecher. Das heißt, ich mache es mal ganz einfach. Wir bauen einen Lautsprecher in ein Brett rein. Ich halte eine Batterie an die zwei Pullklemmen und wenn ich die Batterie hinhalte, schwingt er nach oben. Mhm. Wenn ich die wegmache, fällt er wieder in die Ruhelage. Wenn ich die Batterie rumdrehe und ich halte die Batterie drauf, schwingt er nach unten. Mhm. Wenn ich die Batterie wegmache, fällt er wieder in die Ruhelage. Bei Wechselspannung, beim Rechtecksignal nennt man das, ist eigentlich nur ein ständiges Umbohlen. Okay, ein schlagartiges, muss natürlich jetzt bei der Batterie das wegmachen und dann wieder hinhalten. Ja, ja. Aber wenn ich das schlagartig umbrüllen kann, sieht es so aus, dass der Lautsprecher nach oben schwingt und dann schlagartig nach unten schwingt. Nach oben schwingt, nach unten schwingt. Man würde das jetzt als Signal, als Rechtecksignal benennen. Er schwingt raus, dann ist er zeitlang außen, ja. Dann wenn man wird umgebohrt, dann schwingt er nach unten, dann ist er zeitlang unten, dann schwingt er wieder nach oben und ist wieder zeitlang oben. Wichtig, ich habe jetzt immer das Wort Zeit betont. Mhm. Das Hauptproblem ist die Zeit. Du denkst zeitlich. Immer an unser Buch denken. Da sind alle Worte gleichzeitig da und ich kann jedes Wort immer nur jetzt aussprechen. Worum es mir geht, das erste Problem ist, wo ich schon mal darauf hingewiesen habe, die Lautsprechermembran, ein elektrisches Rechtecksignal, das wir uns jetzt ausdenken, das ich auf dem Oszilloskop sehen kann, das ich mit einem Generator aufbauen kann, wirst du niemals über einen Lautsprecher wiedergeben können. Weil der Lautsprecher gewisse Masse hat. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt hier Spannung dran lege, das Signal geht schlagartig nach oben. Okay? Ja. Solange ich jetzt die Spannung plus lasse,
bleibt der außen. Wenn ich jetzt das umbull, wenn ich es nur wegmache, fällt der in die Nulllage. Wenn ich es umbull, geht er dann nach unten, schwingt er in die andere Richtung durch das Magnetfeld. Der Witz ist, ich habe eine gewisse Membran mit einem gewissen Gewicht. Und die Membran muss beschleunigt werden. Mhm. Und die muss dann wieder abbremst werden, die ist träge. Darum gibt es eigentlich keinen Lautsprecher, der ein Rechtecksignal wiedergeben kann. Man hat annähernd Versuche gemacht, schon in den 70er Jahren von Manger, ein Deutscher übrigens, ein Lautsprecherentwickler, der den sogenannten Mangerwandler, einen Biegewellenstrahler. Der hat aber keine Membran mehr, sondern der macht eigentlich von innen nach außen Sinuswellen. Das ist unsere Fourier-Transformation, um ein Rechteck anzunähern. Das ist der einzige Lautsprecher, der ein angenähertes Rechteck wiedergeben kann. Dieser Biegewellenstrahler von Manger. Das ist alles aufbauend auf der normalen newtonschen Physik. Aber ich will auf was ganz was anderes hinaus. Das ist eigentlich schon ein Quantenbit. Mhm, diese Rechteck. Du hast nicht verstanden, was ich meine. Das Problem ist, dass das Teilchen, das wir jetzt sehen, nennen wir ganz einfach mal eine Lautsprechermembran. Mhm. Wir machen mal das ganze Physikalische weg. Und pass auf, wir denn jetzt einfach mal uns das anschauen. Alles, was passiert, passiert jetzt. Das heißt, wir halten jetzt hier, wir geben ein Rechtecksignal drauf. Wir lassen einmal das Pulsen mir mit einer Sekunde, okay? Das heißt, wir geben das Signal drauf. Das heißt, das erste Mal, wir haben die Membran schwingt nach oben. Okay? Mhm. Jetzt ist sie eine Sekunde oben. Jetzt wird das Signal umgepolt und die Membran schwingt nach unten und dann ist sie eine Sekunde unten und dann polen wir wieder um. Dann ist sie wieder eine Sekunde oben. Das ist unser Rechteck. Ja. Was jetzt das Problem ist, dass dieses zeitliche Denken so unendlich hartnäckig ist. Dass die zuerst, ich habe immer gesagt, beim Sinus, ich mache das zuerst nochmal beim Sinus, es kommt ja niemals zuerst der Pluspol und der Minuspol, es ist ja jeder Punkt, jede Position ist ja jetzt, das heißt, das, was wir uns jetzt hier aufspannen als Winkelfunktionen, das auch oft als Zeit gesehen wird, ein zeitlicher Abläufe, es schwingt nach außen, es schwingt nach innen, es ist hell, es ist dunkel, ich bin gesund, ich bin krank, ist ja definitiv jeder Moment jetzt. Ja. Und jetzt gehen wir zu unserem Rechteck. Eigentlich kann ich das zusammenschieben. Okay. Mhm. Was passiert jetzt? Pass auf, wenn der oben ist und das ist ein Jetztpunkt und er schwingt nach unten. Der schwingt ja jetzt nach unten. Der ist jetzt oben und wenn er steiflankig nach unten schwingt, ist er auch jetzt unten. Ja. Ist jetzt die Membran eigentlich oben oder unten genau in dem Moment? Also gleichzeitig. Lass das auf dich wirken. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Signal uns vorstellen, der Lautsprecher wäre in ein Brett eingebaut. Okay, dann kann ich sagen, er schwingt nach oben, er schwingt nach unten, er schwingt nach oben, er schwingt nach unten. Wenn er doch wirklich ihm jetzt von oben nach unten schwingt, wo ist er dann eigentlich, oben oder unten? Ich kann man bloß immer oben hindenken oder unten hindenken. Aber habe ich jetzt nicht genau diesen Zustand? Ja, genau. Im Jetzt? Wenn du sagst, es ist hell, es ist dunkel, und wir erheben uns. Und ich denke mir das heliozentrische Weltbild aus. Das haben wir tausendmal durchgespielt. Und ich schaue jetzt, ich denke mir jetzt eine Erde aus, die von der Sonne angestrahlt wird. Dann sage ich immer wieder, dann ist doch hell und dunkel gleichzeitig. Du hast jetzt dasselbe Phänomen. Solange du dir jetzt diesen Lautsprecher denkst, ist so hartnäckig in dir drin, die Membran kann ja bloß oben oder unten sein. Weil du noch einseitig denkst. Ich weise immer darauf hin, dass dein Denken zurzeit absolut einseitig ist. Ein Schalter kann ja definitiv bloß geschlossen sein oder offen sein. Ich sage, ein Quantenbit ist beides auch gleichzeitig. Verstehst du, was ich meine? Ja, der ist gleichzeitig. Das habe ich gesagt, wenn du die Position hast, wenn du flächig denkst, du kannst nur flächig denken. Dasselbe Spiel hast du zum Beispiel auch hier bei den sogenannten Flächenräumen in der Quantenmechanik, in der Physik, wenn du Stephen Hawking oder Roger Penrose einmal die Originalschriften lesen musst, wo die das mit den Formeln machen. Um hier einen Raum darzustellen, benutzen die Flächenräume, die lassen eine Dimension weg und machen praktisch die nächste, die dritte Dimension jetzt, machen sie dann zur Zeit. Da bin ich auch schon mal drauf eingegangen, aber ich will jetzt da nicht so physikalisch werden. Immer dran denken, die Formeln sind alle richtig. Die Vorstellungen, die jemand, der dir diese Formeln erklärt, der erklärt ja, wie du dir das vorzustellen hast. Wenn dir jemand erklärt, wie ein Wassermolekül aufgebaut ist, das H2O, dann kriegst du eine gewisse Vorstellung von einem Wassermolekül,
hier mit den zwei Wasserstoff und dann an den Sauerstoffelektronen und wie dann die Elektronen, wie die sich aneinander klinken. Ich sage, H2O bedeutet was anderes. Wir haben zwei Wahrnehmungen und die beginnen zu kreisen. Das ist das O. Das ist das H2O. Das ist unser Wasser. Das haben wir oft genug gemacht. Das heißt, die Formeln, auch in der Chemie, lassen wir alle gleich mit Holofeeling. Holofeeling verändert ja nichts. Es vervollkommnet. Genau. Mhm. Das heißt jetzt, wenn du das jetzt denkst, in den Zeitpunkt, wo die Membran von oben nach unten schwingt, in diesem Jetzt ist er jetzt oben und jetzt unten, wenn ich das als Zeit sehe. Das ist die Zeitachse, es ist oben, dann ist er unten, dann ist er wieder oben. Genau in dem Punkt ist er aber oben und unten gleichzeitig. Ja. Mhm. Jetzt sagt deine Logik wieder, das kann ja nicht gleichzeitig sein. Jetzt hast du dasselbe Problem, wie wenn du sagst, es kann ja nicht hell und dunkel gleichzeitig sein. Ja, genau. Ich kann ja nicht gesund und krank gleichzeitig sein. Ich kann ja nicht gleichzeitig einatmen und ausatmen. Darum wiederhole ich immer dieselben Sachen. Es ist hundertprozentig sicher, dass du jetzt einatmest und dass du jetzt ausatmest. Es ist immer wieder dieses Verschieben in die Kategorie 2. Ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche oder ein Klo oder ein Badezimmer? Das ist eigentlich eine doofe Frage, weil da weißt du, dass das gleichzeitig ist. Wenn du das gleichzeitig denken willst, kannst du das auch. Dann musst du aber an deine Wohnung denken. Sobald du aber in die Kiste reinschaust, das ist immer Schrödingers Katze plus komplexer. Du weißt, wenn ich immer sage, Schrödingers Katze ist eigentlich eine Kiste und ich tue jetzt keine Katze rein, sondern ich tue eine Küche rein. Ich mache einfach in die Kiste eine Küche rein. Und du wirst jetzt feststellen, wenn du in die Küche reinschaust und du ein Bild kriegst, dann bricht die Wellengleichung zusammen, dann hast du eine Facette aus der Küche. Bei Schrödingers Katze ist die Katze entweder plus tot oder lebendig. Solange du nicht reinschaust, ist beides gleichzeitig. Das ist ja dieses Quantenparadox, wie man das nennt. Genau. Aber das ist gar nicht kompliziert, wenn du es verstanden hast. Wenn ich jetzt mir eine Küche denke, dann sind alle Dinge, die da drin sind, die ich mir jetzt reindenken kann, prinzipiell gleichzeitig da und dadurch siehst du keins dieser Dinge. Und sobald du in die Küche reinschaust, das heißt, sobald du dir ein Bild von der Küche machst, siehst du den Herd, den Kühlschrank, je nachdem, welchen Blickwinkel du einnimmst. So läuft, ja. Und dann ist die Wellengleichung zusammengebrochen, dann hast du das materialisiert. Dasselbe ist jetzt mit unserer Lautsprechermembran. In dieser Achse ist die oben und unten gleichzeitig. Überall gleichzeitig, ja. Darum sage ich, bei unserem Schalter habe ich ja so oft gemacht, wenn ich den von der Seite sehe, kann er natürlich nur geschlossen oder offen sein. Wenn ich jetzt aber von oben drauf schaue und ich habe ja nur ein Bild, dann ist er auch, wenn er offen ist, siehst du, ist er geschlossen. Ist er, ja. Das, was ich jetzt so sage, was so unwichtig klingt, ist extrem wichtig. Ach, Wahnsinn. Das hebt auch alles aus den Angeln, weil wie der Quantencomputer funktioniert, der funktioniert sowieso anders. Es ist nur Chatdenken. Die sogenannte parallele Verarbeitung, wo hier immer gesagt wird, warum ist der so unheimlich schnell ist, weil er jede Berechnung jetzt macht. Das mache ich schon seit mindestens 2000 Jahren. Genau. Ja, genau. Ich bin ein Quantencomputer. Jawohl, so ist es. Wobei es hier gar nicht um diese Berechnungen geht, weil die unwichtig sind. Die Ergebnisse, die hier raussucht werden, sind nämlich wieder bloß Kategorie 1. Ah, ja. Insider wissen, was ich damit meine. Es geht um das Chatdenken. Und Chatdenken kannst du erst, das ist mein Romanbeispiel, kennst du das Buch? Ja. Das ist Chatdenken. Das musst du dir aneignen. Dann ein Geist, ein bewusster Geist, denkt immer mit Lichtgeschwindigkeit. Das ist ja das, was sich der Quantencomputer zu eigen macht hier mit der Verschränkung, wobei die natürlich, sobald du da raumzeitliche Vorstellungen bringst, wirst du ständig in die Irre geführt. Und das ist das Wichtige, ist das Anfang des Gespräches, dass das ein ständiges Rezitieren ist. Ob du jetzt christlich geprägt bist und christliche Floskeln, wichtige Metaphern nachplapperst, aber die dir raumzeitlich vorstellst. Oder ob du muslimisch oder buddhistisch oder hinduistisch oder naturwissenschaftlich geprägt bist. Ich komme immer wieder zu meinem Satz zurück. Das, was ich dir mit Holofeeling erzähle, ist weder ein religiöses, dogmatisches Geschwätz, Vorstellungswelten, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Genau. Es ist kein esoterisches Geschwätz mit ihren 13 Dimensionen und den Chakren. Es sind Vorstellungswelten, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest.
Es ist schon gar kein raumzeitliches, naturwissenschaftliches Geschwätz von DNAs und Molekülen und so weiter und so weiter. Es ist natürlich immer wieder bewiesen, es sind Vorstellungswelten. Die Sachen kann sich nur einer vorstellen, wenn er das Wissen hat. Darum wiederhole ich immer wieder, wenn du ein Computer bist, kannst du nur die Bilder auf dem Bildschirm aufbauen, was dir an Daten und an Programmen, an Software zur Verfügung steht. Und das ist dein Wissen. Und mit einem anderen Wissen kannst du andere Bilder machen, andere Vorstellungen machen. Aber ohne dieses Wissen wird es diese Vorstellungen gar nicht geben. Du kannst es natürlich mit deinem Glauben auch verwirklichen, bis hin zur Realisierung, der materiellen Realisierung. Du musst bloß begriffen haben, dass jede sinnlich wahrgenommene Materie von dir, ob du die jetzt optisch siehst, ob du die spürst, letztendlich genauso eine Information ist in deinem Gehirn, materialistisch gesehen, wie wenn du bloß was denkst. Genau. Es ist beides Information. Bei den Gedanken ist dir zumindest bewusst, dass du die erschaffst. Das sind unsere vier Stufen der Vergessenheit, wo ich immer wieder anspreche. Aber dass du dann ganz leicht, umso mehr sich dieses Bild materialisiert, ich sage verhärtet, es ist nur verhärtet der Glaube. Es ist hart gewordener Glaube. Genau, das ist schön, genau. Den kannst du realisieren. Und da hängst du dann dran und das eigentlich Wesentliche an den ganzen Dingen, die Metaphern. Ich habe immer so schöne, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dieses Tohuwabohu im Anfang war hier das Chaos, die Leere und die Finsternis. Der schöne Satz in der Bibel. Ich bin darauf eingegangen, das Tohuwabohu. Da musst du jetzt erst einmal wissen, dass hier dieses Tohuwabohu, da gibt es vielfältig Chaos und Leere, übersetzt man das. Das ja, Chaos und die Leere. Was natürlich hier sehr, sehr interessant ist bei dem Chaos und die Leere, dass der Luther, in der ersten Luther-Übersetzung übersetzt er das Chaos mit Kluft. Eine Kluft, ein Riss, eine Spalte. Und jetzt wird es ganz interessant, das kann ich jetzt mit dir auch machen, pass auf, eigentlich habe ich gesagt, das Wort, was bedeutet das Wort Kluft noch? Wir gehen aber ganz kurz in dieses Chaos rein. Warte, ich muss das Bild mal übertragen. Ich mache das mal kurz her. Dann machen wir jetzt mal ganz kurz das Chaos. Mache den Michael weg und dann übertrage ich das Bild noch mal ganz kurz. Diesmal ohne Ton, schau. Okay, das ist Chaos. Jetzt pass auf, da ist das da mal Chaos. Heißt das da mal echt, das wissen viele, ne? Das heißt echt anders, die Fonds lassen wir weg, echt edelgut. Von edler Abkunft, die Edlen der Vorzeit. Da gehe ich gleich darauf ein, wenn wir das hebraisieren. Dann ist es das da mal der leere, unermessliche Raum. Immer wieder dran denken, es gibt keinen Raum, es gibt keinen dreidimensionalen Raum. Als Ding an sich, du brauchst immer ein Gegenstück. Vorstellung, ja. Habe ich tausendfach erklärt. Wo ein Raum ist, muss auch irgendwo Materie sein. Das ist einfach die letzten Selbstgespräche anhören. Okay? Ja. Das ist dann eine verworrene Masse, aber was jetzt ganz wichtig ist, ist eine Kluft. Der weite Raum ist eine Kluft. Da ist in der Kluft ist eigentlich schon, wenn wir jetzt die Kluft uns anschauen, da gehen wir jetzt einmal hier in die Kluft rein, einfach mal in DWDS. Da steckt übrigens die Luft schon mit drin, die es aber im leeren Raum ja noch nicht gibt. Und das Erste, was da jetzt auffallen sollte, da gibt es Kluft 1 und Kluft 2. Und ich sage jetzt immer so schön, du kennst, was Kluft 2 ist. Da haben wir zuerst einmal einen Riss, eine Spalte, was halt der Kluft ist. Bergsteiger müssen über eine Kluft. Da steckt eigentlich der Sinus schon mit drin, merkst du das? Ja, genau. Das ist immer wieder zwischen zwei Wellenberge ist ein Abgrund. Eigentlich müssen wir das gespiegelt sehen und das ist Chaos. Das ist das griechische Wort Chaos. Und wie gesagt, Luther übersetzt es mit Kluft. Was bedeutet Kluft noch? Und ich sage dann immer, das ist was du weißt, du hast es bloß vergessen. Du weißt es, wenn ich dich jetzt darauf hinweise, dann wirst du feststellen, dass du das durchaus weißt. Und zwar gehen wir jetzt einmal in Kluft 2. Und jetzt wirst du feststellen, dass das eine Uniform ist. Ja, klar. Eine Kleidung. Welche Kluft? Ursprünglich
wird es jetzt ganz, ganz interessant. Schau, eine Kluft ist eine uniformartige, eine Gruppe bezeichnete Kleidung. Mhm. Jetzt denk einmal bitte an unser Wort Universum. Genau. Das Universum wird erst einmal der Urknall, bevor er geknallt hat, meint mir im klassischen Sinn, dass hier mir einen unendlichen Raum haben und durch die Explosion dieser Urenergie sind da Teilchen reingekommen. Ich sage immer wieder, den Raum ohne die Teilchen gibt es gar nicht, wo die Quantenmechanik durchaus hinweist, dass der Urknall, bevor er geknallt hat, war auch kein Raum da. Mhm. Das heißt, erst nachdem dieser Urknall diese unendliche Energie explodiert ist in unendlich viele kleine Teilchen, ist auch der Raum entstanden mit den Teilchen. Das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Genau. Jetzt wissen wir aber, dass Uni, das eine, rot gelesen, ich mag es extra nur mal immer wieder das Rot-Blau lesen denken, dass das im Geist verbunden, vereinigt, ein bewundertes Sein ist, ein verbundenes, bewusstes Sein ist, das Göttliche ist. Ich sage immer, UNI ist ein verbunden seiender Geist, der absolut, absolut eins ist. Ja. Das siehst du Urknall, bevor er geknallt hat. Ja. Okay? Und das Universum ist ja das in eins gekehrte. Genau. Universum heißt in eins gekehrt. Das sind die Gedankenwellen. Das heißt, alles, was du dir ausdenkst, kommt wieder in dir zurück. Ich nenne, du bist immer. Du bist das Uni, das eine Meer und es zerklüftet sich jetzt an der Oberfläche in unendlich vielen Gedankenwellen. Aber alles, was aus dir heraus zu existieren beginnt, aus dir herausgedacht wird, um dich herum verstreut wird, natürlich nur gedanklich, kommt auch wieder in dich zurück, wenn du es nicht mehr denkst. So, und jetzt wird das Ganze interessant. Die Kluft ist eine Uniform. Das Universum ist das in eins gekehrte und das ist die eine Form, dass diese eine ständig Formen annimmt, die immer wieder zurückkommen. Perfekt. Das ist das Chaos. Genau. Dieser eine selber wiederum, schau, das sind die Edlen der Vorzeit. Das sind meine Geistesfunken. Ed. Dunst, je nachdem. Rot gelesen. Ist Ewigkeit. In Ewigkeit. Das ist auch der Thron, der in Ewigkeit steht. Da steckt natürlich, wenn ich das blau mache, habe ich eine augenblickliche Öffnung. Okay. Und dann wird es ein Raub. Ich beraube mich immer selber, wenn ich mir was ausdenke und es vor mich hinstelle. Weil ich kann es nur aus mir herausnehmen. Darum habe ich eine Berechnung, ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Das Ganze passiert natürlich im Meer und sobald ich mir das woanders hindenke, ist es im Meer. Stimmt oder stimmt? Kann man gelten lassen. Okay, jetzt pass auf. Jetzt haben wir, das ist Ed. L, ich könnte jetzt sagen, der ewige Gott fängt zu existieren an oder dieses ewige göttliche Sein, rot gelesen, das rote N. Ja. Und dieses ewige göttliche, Sein der Vorzeit. Das ist vor der Zeit. Genau. Ja. Die Zeit wiederum. Wir gehen mal hier Zeit ein, das hat der Redo erst reingemacht. Z, deutsches Wort Zeit hebraisiert, heißt die Geburt von Buchstabieren. Weil Eid ist Buchstabieren. Das heißt, das rote Z ist der ewige Geburtsgeber und der fängt an, etwas zu buchstabieren und dann gibt es Worte und die Worte erzeugen in Maussetzung deiner Logik Vorstellungen, die aber letztendlich immer nur deine Informationen sind. Okay? Ja. Und dann macht jetzt plötzlich auch diese Kluft, dass das die Uniform ist des Universums. Diese eine Form, die letztendlich diese Matrixstruktur darstellt im Hintergrund. Ja, genau. Wenn wir da wieder zurückgehen. Und jetzt ist, was ich hier nur anreiße, ich könnte jetzt viele Kleinigkeiten machen. Es ist ein unendliches arithmetisches System von Divisionen. Die Öffnung deines Intellekts erzeugt in dir Visionen und es sind immer deine eigenen Urteile, die du ausrechnest. Auf UR aufgespannte Berechnungen, die du um dich herum zu einer Vielheit machst. Aber was jetzt hier interessant ist, ist immer wieder, du musst erst einmal ein Quantencomputer werden.
Du musst begreifen, dass Sachen nie nacheinander kommen, sondern immer nur gleichzeitig da sein können, wenn sie sich widersprechen. Und selbst da gibt es noch viele Möglichkeiten zusätzlich. Diese Traumschöpfung, die so unendlich real erscheint. Ja. Das Real habe ich ja tausendfach erklärt. Ja. Das ist zum Beispiel, das ist schon das Denken, wenn ich immer sage, mein x plus 1 ist neues x, diese Iterationsgleichung. Da ist eigentlich schon ein Fehler mit drin. Wir können uns das zwar denken, aber bloß wieder in Schritten. Ja. Wenn ich jetzt das erste x nenne, ich x Anfang. Okay, plus 1 ist gleich x Ende. Stimmt das eigentlich schon gar nicht, weil du feststellst, wenn wir das iterieren lassen, passiert ein eigenartiger Widerspruch, dass beides gleich ist, stimmt und stimmt nicht. Genau. Pass auf, wir setzen einmal als x Anfang 0. Wir schreiben jetzt nur mal hin und das denken wir uns jetzt, weil ja immer nur das existiert, was du denkst. Es ist ganz das Rote da und das Blaue da ist sehr wichtig. Das Blaue da heißt eine geöffnete Schöpfung, das Rote da heißt eine geschlossene Schöpfung. Wir sind schon wieder bei unserem Quantenbit. Ja. Okay, wir denken uns jetzt, und es ist immer nur das da, was du denkst. Wir denken uns x, Anfang plus 1 ist gleich x Ende. Dann ist dieses Ergebnis 1. Wenn wir bei 0 anfangen, ja, dann steht hier 1 ist gleich 1. Das ist noch okay, das ist der Anfang, der ist heil. Okay. Aber jetzt kommt das Ganze ins Ungleichgewicht. Wenn ich jetzt nämlich eine Iteration mache, dass ich sage, dieses Ergebnis setzen wir als x Anfang. Diese Schleife, das können wir uns jetzt denken, dann heißt ja, x ist jetzt 1 plus 1, okay, ist gleich 2. Stimmt auch. Jetzt, wenn ich aber das wieder als Anfang setze, ja, passiert das Eigenartige, dass irgendwann einmal das nicht stimmt. Wir haben ein richtiges Ergebnis, weil ich kann das, wenn ich jetzt das austausche und neu hinschreibe, stimmt es jedes Mal. Aber es ist ja irgendwann einmal ein Moment, wo ich ja Austauschlücke habe. Wenn ich das rüberhole, verstehst du? Das heißt, in der Kreisfunktion her, wenn ich jetzt den Kreis schließe, ist ja der X-Anfang irgendwann einmal nicht das X-Ende. Okay, ja, okay, stimmt. Ja. Weil ich gehe jetzt das ja zeitlich der Reihe nach durch. Wenn ich jetzt das hinschreibe, 2 plus 2 ist gleich 2 ist, aber wenn ich die x hinstelle, sind es ja Variablen. Okay? Und diese Variable heißt ja, dass dann dieses Ergebnis, wenn ich das setze, das ist ungefähr so, wie wenn ich weiß, das ist jetzt, es klingt komplizierter, wie es ist. Ich gehe mal ganz in einen eigenartigen Widerspruch rein, dieser berühmte Satz, ein Grieche sagt, alle Griechen lügen. Du hast jetzt genau dieses Phänomen, das beschreibe ich im ersten Selbstgespräch. Ja. Weil sobald ich sage, x ist neues x, kommt ein Widerspruch, wenn es das alte x noch ist, stimmt die Gleichung. Wenn es aber das neue x ist, stimmt es nicht mehr. Okay. In dem Moment. Ja, klar. Okay, ja, genau in dem Moment ist das x nämlich beides. Es ist der vorhergehende Schritt. So wie Wellenberg und Wellendal eigentlich gleichzeitig da ist. Ganz genau, ja. Super. Das ist übrigens das Quä im lateinischen Quä. Ich habe das oft gesagt, Frequenz heißt, da hat ja überhaupt nichts mit Schwingen zu tun. Ja, klar. Frequenz ist ja eine Häufigkeit. Reichliche Menge und ja. Reichliche Menge. Interessant ist, ich habe das so oft gesagt, das Quä. Wir haben das auch in der Sequenz. Oh, woher? Es ist dieses, nein, dieses nee. Quä, das ist. Verwechsel es mit Unde. Verwechsel ich wieder, okay. Das Quä selber ist genau, pass auf, da steckt es in der Frequenz genau mit drin. Ich muss das ganz kurz nochmal übertragen. Ja. Wir müssen ganz kurz nochmal in den Babbe rein. In Latein müssen wir reingehen. Pass auf, ich mache mal hier. Ach, habe ich nur da gehabt. Da wird genau dieser Vorgang, Frequenz, dem folgenden Wort angehängt, dient zur Anreihung an das vorhergehende. Ja, genau. Okay, das heißt, wenn du dir jetzt eine Sinuswelle vorstellst und ich spanne immer die Finger so auf, das ist der Quetzustand. Genau, super. Verstehst du, was ich meine? Ja, super. Warte mal schnell, wir müssen nochmal eine zweite Runde, dann wird es noch interessanter.
Jetzt das Replik ist Lateinisch bloß wieder. Da haben wir das sowohl als auch. Jetzt haben wir, der Lautsprecher ist sowohl oben als auch unten, genau in unserer Dimebrand, die wir uns jetzt denken, ist im Jetzt überall gleichzeitig. Da nun das, was angereiht wird in Bezug auf das Vorhergehende verschiedener Art sein kann, so wird es auch quer im Deutschen verschieden ausgedrückt. Es bedeutet etwas Allgemeines bei einem Übergang vom Besonderen zum Allgemeinen. Was soll uns das sagen? Übergang vom Besonderen zum Allgemeinen. Das Besondere ist immer etwas Ausgesondertes. Das ist eine einseitige Sichtweise. Das Allgemeine sind beide Seiten gleichzeitig. Nein. Wenn ich mir den Berg denke und dann das Tal denke und ich denke mir hell und dann denke ich mir dunkel oder ich denke mich gesund und denke mich krank, bin ich immer was Besonderes. Ja. Wenn ich das Allgemeine bin, bin ich eigentlich nichts, dann bin ich das Dual. Erinnere dich an meine Erklärung mit dem Dual. Du bist nichts. Und die Öffnung von einem aufgespannten Nichts, aufgespannten All, ergibt zwangsläufig das hier. Ja. Da ist beides da. Und jetzt kommt das Problem der Zeit, dass du dir das nacheinander denkst. Es kann nicht nacheinander sein. Was du denkst, denkst du jetzt. Du denkst jetzt, der Lautsprechermembran ist oben und dann schwingt sie nach unten. Sie ist aber jetzt oben. Wir sind ja in dieser Achse, auf der Jetzt-Achse und jetzt unten. Sie ist auch überall dazwischen. Ja, genau. Jetzt geh in die Quantenmechanik und schau dir rein, was Teilchen machen, wenn du sie nicht beobachtest. Ich habe mal erklärt, überall gleich. Ich greife wieder, ich erschaffe mir jetzt einen Heisenberg, so wie ich mir den Planck gerade erschaffen habe, das sind alles Geschöpfe, die ich mir ausdenke. Ja. Ursache ist mein Wissen. Ich lasse dich an meinem Wissen partizipieren. Jetzt müsstest du eigentlich schon wieder Vedo sagen, wenn du ein bewusster Geist bist. Ganz leise hast du jetzt Vedo in dir gesagt, weil der Udo jetzt was Ausgedachtes von dir ist und einen Menschen, den du dir ausdenkst, ich sage mal einfach nochmal einen Menschen, den du träumst, der kann dir nur das erzählen, was du träumst. Das heißt, ich erkläre dir dein eigenes Wissen, den du meistens nichts wissen willst. Weil du dich bloß auf das Besondere ausrichtest, wo deine momentane sehr beschränkte Logik dich hinführt. Ja. Obwohl du dich auch für alles andere interessieren könntest. Sobald du für irgendetwas in der Esse zeigst, inneres Sein zeigst, fängt es, wenn was in dir zu existieren anfangen soll, dann musst du das aus dir selber rausholen. Der erste große Trugschluss besteht darin bei normalen Menschen, dass sie meinen, das Wissen kommt von außen. Ja. Die müssen von außen wissen. Die müssten aus dem Internet, das da außen ist, ich kann nicht oft sagen, es gibt kein Außernet, das heißt Internet. Das ist der innerste Kern in dir. Das ist der Urknall, bevor er geknallt hat. Und jeder neue Gedanke ist eine kleine Facette, die du dir aus dem Urknall herausdenkst, der du selber bist. So ist es. Es ist immer wieder, wenn ich jetzt sage, ich meine das vollkommen ernst, alles, was das Pixelmännchen, der Lautsprecher, kann dir ein Lautsprecher was erklären? Nein. Du hörst jetzt einen Lautsprecher zu. Ich gehe mal davon aus, das ist hundertprozentig sicher. Natürlich einem ausgedachten Lautsprecher. Aber wo ist jetzt der Unterschied, ob du einen Lautsprecher hast, der hin und her schwingt, wo wir gerade festgestellt haben, dass der eigentlich die Membran in jedem Moment an derselben Stelle ist. Nämlich hier, nicht da außen. Schon der Lautsprecher, den du dir ausdenkst, ist hier im Zentrum. Und jedes Geräusch, das er wiedergibt, gibt er jetzt wieder. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und wenn du das begriffen hast, dann denkst du mit Lichtgeschwindigkeit. Und dann bist du ein Quantencomputer. Und wenn ich immer so sage, ich mache dir aus dem Stegreif, aus jedem Wort ein 400-Seiten-Buch, das ist jetzt nur immer eine kleine Metapher für das rote TAF, das Immerseiende. Ich mache da 2000 oder 10.000-Seiten-Buch aus jedem einzelnen Wort. Und zwar kontinuierlich hochgerechnet, wie ich das immer mache mit Iteration, Rückübersetzung, Hebraisieren und so weiter, steckt ja alles in dem ersten Ausgangspunkt drin. Das heißt, in dem Moment, wo du jetzt ein Wort mit Holofilling-Gesetzmäßigkeiten zerlegst, indem du dir jetzt erst einmal die wortbezogene Etymologie anschaust, dann diese Worte hebraisierst, dann kriegst du wieder deutsche Worte, die hebraisierst du wieder. Das sind Iterationen. Genau. Und die jetzt springen wie ein Mandelbrot-Fraktal aus einer kleinen Iterationsgleichung. Und dann hast du nicht immer wieder ständige Wiederholungen, wenn du die Symbolik verstanden hast. Es passiert aber immer jetzt.
Das heißt, wenn ich sage, x plus 1 ist neues x, das gibt die unendliche Reihe der Zahlen 0,01234, Entschuldigung, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Ich war jetzt bei 1 durch 81. Cauchy-Produkt. Ist es definitiv so, dass das abstrakt ist, weil du kannst es gar nicht denken. Du kannst zwar denken, es gibt die unendlichen Zahlen, aber du kannst sie dir nicht vorstellen, weil auch, egal welche Zahlenreihe du dir denkst, es ist immer nur ein kleiner Ausschnitt. Ja. Ich kann sagen, ja, wir können nur mal zweimal iterieren, dann kann ich noch mal zwei Stellen dazu machen. Ja, klar. Aber es ist, auch das existiert dann nur, wenn du es denkst. Das heißt, als Quantencomputer arbeiten, funktioniert einfach mit Chatdenken. Und dann wirst du feststellen, dass du immer gewisse Unschärfe kriegst. Wenn ich jetzt auch kennst du Weißenbruch, sagst du ja. Das sind aber keine Bilder und du kennst eigentlich genau genommen von Weißenbruch fast überhaupt nichts. Einige wenige Bilder. Ich könnte jetzt in irgendeine Wohnung reingehen und irgendein Zimmer dir anschauen und es ist ein Teil von Weißenbruch. Hast du noch nie gesehen und dann wird dir bewusst, dass du von Weißenbruch eigentlich fast überhaupt noch nichts gesehen hast. Genau. Bis auf diese oberflächlichen Sachen auf dem Marktplatz, die Straßen ein bisschen, das war's dann schon. Und genauso ist es mit den Worten. Ja. Aber es geht ja nicht um Filwisserei und jetzt kommt das Schöne mit Holofeeling, es geht um das Prinzip. Ich lehre dich Prinzipien, die du extrem zerdenken kannst, die dich in unendliche Vorstellungswelten führen. Die Vorstellungen als Ding an sich sind vollkommen unwichtig. Was mir wichtig ist, dass du das Prinzip begreifst. Ja. Und das kann man ganz leicht lernen. Und das ist genau das, um am Anfang dieses Gespräches zurückzukommen. Das ist genau das, was du in der Schule nicht beigebracht bekommst. Ja, ja. Bis zum heutigen Tag. Das, was die Lehrer ihren Schülern lernen, ist genau das Prinzip vom Holger. Aber das, was die Professoren selber machen, sie wurden ja genauso ausgebildet. Ja. Du kriegst natürlich eine gewisse Vorstellung dazu, wenn du Theologie studierst, dass jeder Adam und die Eva im Paradies waren und dass dann die Schlange gekommen ist und die haben dann vom Apfel gegessen eventuell. Dann lernst du natürlich, dass das ja nie ein Apfel war, weil der Apfel nicht erwähnt wird, weil der von der lateinischen Übersetzung bei Gut und Böse, das Böse auch Apfel heißt, Apfelbaum heißt, und wurde dann automatischer Apfel draus. Das sind alles Erklärungen, die sind logisch, aber der eigentliche Kern ist dabei gar nicht verstanden. Dass ja alles so bewiesen ist. Das ist das Gemeine, dass man dir eine Logik einhämmert, die dir logisch erscheint, obwohl, wie ich immer sage, das Geschwätz vom Zweiten, das heißt das, was dir dein Intellekt oder intellektuelle Menschen mitteilen, die wir uns jetzt ausdenken, dass das, wenn du mit dieser Logik arbeitest, das zwar hundertprozentig logisch erscheint, aber das dich in ein Gefängnis einsperrt. Das Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Du wirst jetzt jede Form, die dir unlogisch scheint, bekämpfen. Damit bekämpfst du eigentlich, ich benutze mal das, was du als reale Überprüfungen feststellen kannst. Der erste behauptet Sachen, die du sofort überprüfen kannst. Jedes Kind. Der zweite glaubt an Sachen, die ihm logisch erscheinen, die er nicht einmal überprüfen könnte, wenn er wollte. Der erste sagt, dein Körper existiert nicht, wenn du nicht an ihn denkst. Jetzt schau, was der zweite dir sagt. Das, was der erste behauptet, ist das, was du feststellst, was du überprüfen kannst. Und jetzt betone ich immer wieder, selbstverständlich kannst du nicht überprüfen, ob etwas nicht existiert. Du kannst dir aber bewusst machen, dass in dem Moment, wo es wieder zu existieren anfängt, dass es davor nicht existiert hat. Und jetzt frage ich, wo war die ganze Zeit dein Gehirn? Ist jetzt das eigentlich da oder löst das Wort jetzt nur eine Vorstellung von dir aus? Hast du dein Gehirn jemals gesehen? Hast du jemals ein Wassermolekül gesehen oder irgendwelche Elektronen, die durch Kabel durchkrabbeln, wenn der Strom fließt? Zeig's mir. Zeig mir diese Elektronen, die, wenn der Strom fließt, durch eine Leitung krabbeln. Das sind reine Vorstellungswelten. Ja. Das heißt, dasselbe Naturwissenschaft unterscheidet sich in keinster Weise von Religion, von dogmatischer Religion. Es zwingt zu glauben, Metaphern, Vorstellungen zu glauben, die blinden Glauben erfordern. Holofeeling macht das genaue Gegenteil. Es arbeitet nur mit dem, was du überprüfen kannst. So ist es. Und jetzt ist es, wenn die Naturwissenschaft sagt, ja, wir Naturwissenschaftler, das kann man alles überprüfen und beweisen,
Dann schauen wir mal, wenn dir dann ein Gassner die Photonen im Fluch zeigt. Jetzt zitiere ich ja mal hier den Jesus. Ihr Menschen, ihr glaubt auszuleben, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Und dann beobachte dich mal, wenn du in den Fernseher auf den Monitor glotzt, wenn du dir einen Film anschaust, wenn du eine Zeitung liest, du siehst nicht mehr das, was wirklich empirisch wahrgenommen da ist. Du siehst nur einen Riesenschwall von Interpretationen, die von dir selber erschaffen. Denk an mein Beispiel, ich wiederhole immer absichtlich dieselben Beispiele, weil viele meinen, das habe ich verstanden. Ja. Ich würde es nicht wissen, wenn du es verstanden hättest. Verstanden hast du es, wenn es abpackt ist. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, du liest in einer Zeitung irgendwas über Politiker Putin, Merkel, dann hast du ein ganz persönliche, du sprichst diesen Menschen einen ganz persönlichen Charakter zu. Wie die sind. Obwohl du die überhaupt nicht kennst. Ich lasse denselben Text, lasse ich irgendeinen anderen lesen, den ich mir jetzt ausdenke, und der wird dieselben Bericht lesen und wird den komplett anders interpretieren. Für den einen ist es ganz toll, das sind ganz tolle Politiker, und für die anderen sind es Verbrecher, die angezeigt werden kann. Unsere Kanzlerin hat vor Gericht. Ja, alles. Das wird immer logisch erscheinen. Und ich sage, das ist nicht das Thema für Holofeeling. Der Holofeeling ist das Thema, dass du beobachtest, wie die reagieren, und du machst dir Gedanken, warum. Und dann wirst du irgendwann einmal feststellen, dass das letztendlich Spiegelbilder von deinem eigenen Denken sind. Daran bei sich selbst, ja. Sag mir, mit wem du gehst, und ich sag dir, wer du bist. Du musst dich nur beobachten, für was du dich interessierst. Für Politik, für Religion, für Bonusseiten. Es ist ja kein Vorwurf. Immer dran denken. Eigne dir das Bewusstsein an, dass du nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, vorwirfst, dass es so ist, wie du ihn jetzt im Moment dir ausdenkst. Ist ein so ein unendlich tiefer Satz. Wir bleiben jetzt mal nur im Bereich der Gedanken. Egal, was du denkst, kann das heliozentrische Weltbild raussuchen, dass du es denkst, wenn du es denkst? Kann sich dieses heliozentrische Weltbild raussuchen, dass du sagst, der dritte Planet ist die Erde und um die dreht sich der Mond? Die Sachen sind, wenn du sie denkst, sind die auch, existieren die auch, wenn du sie nicht denkst? Jetzt schau, was der zweite dir sagt. Genau. Darum ist es wichtig. Es nützt nichts, wenn du begriffen hast, dass ein Gedanke nicht existiert, wenn du ihn nicht denkst, wenn du es trotzdem weiter glaubst. Es nützt nichts, wenn du begriffen hast, dass ein Gedanke, den du denkst, nicht schon existiert haben kann, bevor du ihn gedacht hast. Es nützt dir aber nichts, wenn du das trotzdem noch glaubst, dass deine Mutter schon da war, bevor sie dich geboren hat. Es ist diese Hartnäckigkeit, sich mit einem Gedanken zu verwechseln und dabei zu vergessen, dass man derjenige ist, der sich das alles ausdenkt. Und auch derjenige ist, der sich immer nur das anschauen kann, was er sich selber ausdenkt. Ja. Das ist meine Metapher mit dem träumenden Geist. Wenn du natürlich noch in dem Wahn lebst, dass du meinst, du bist jetzt als Brösel wach in einer Welt, die unabhängig von dir existiert, hast du von mir überhaupt nichts verstanden. Und wenn du mich verstanden hast, hast du von nichts und niemandem mehr Angst. Dann wird es so interessant, sich mit diesem ganzen Wissen, mit der Quantenmechanik, mit den Qubits zu beschäftigen. Und dann schauen wir jetzt erst einmal, wie die Leute das definieren, was da geglaubt wird, und dann machen wir uns unsere eigenen Gedanken. Das stimmt natürlich auch alles, aber nur ein bisschen, wie ich sage. Genau. Das ist das Schöne an Holofeeling, dass wirklich alles, was in dir auftaucht, ist zuerst einmal. Es ist dann in dem Moment. Die Frage, ob das richtig oder verkehrt ist, ob das stimmt oder nicht, stimmt, ist schon wieder Kategorie 2. Die ist schlichtweg, egal welche Antwort du jetzt bekommst oder erwartest oder gibst. Solange die Kategorie 2 ist, führst du dich selbst in die Irre, in die Unvollkommenheit. Jetzt könnte ich wieder sagen, ist eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Ist eine Wohnung, eine Küche, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer? Ist jetzt eigentlich eine Stadt, Häuser, Straßen, Laternen oder Menschen? Und du merkst, es sind ganz geistlose Fragen. Und irgendwann wird dir das Licht aufgehen, dass alles an Religion, Esoterik und Naturwissenschaft genau auf diesen Wahnsinn aufbaut. Dann kommt das Nächste, jetzt wirst du deinen Gedanken des Mitteilen. Du meinst jetzt, du müsstest es deinen Mitmenschen erzählen. Das ist die nächste Irre. Es funktioniert nicht, glaube es mir. Es hat mich sehr oft das Leben gekostet, bis ich das verstanden habe. Normal gesprochen. Die normale Definition von Leben, meine Definition ist eine andere.
Ja. Darum erzähle ich es ihm bloß den, der mich jetzt erschafft, der mich jetzt ausdenkt. Der ist der Einzige, der mich interessiert. Und zu dem sage ich, du bist eigentlich ich. Ja. Du hast es bloß vergessen, weil du zurzeit glaubst, der zu sein, der du eben zu sein glaubst. Das ist die Botschaft. Jetzt lassen wir es gut sein. Oder ja. Wir rüsseln jetzt noch ein bisschen rum miteinander. Ich schalte mal aus, dann kann man nur ein bisschen Geheimsachen reden, okay? Ich sage zu dem Brüssel, der uns ausdenkt, tschüss, wir fallen jetzt wieder in dich rein und lass uns in dir gut gehen, der Michael und der Udo.